Soeben ist der erste DJI Mavic Pro bei Motorsport Schweighof eingetroffen und ich möchte euch hier kurz zeigen, was euch, insofern einen bestellt habt, in den nächsten Wochen zu erwarten hat. Während wir den Punkt öffnen. So. Es handelt sich hier um die Combo, diese No-Fly Combo mit zusätzlichen Akkus und Ladegerät. In der Box befindet sich der Mavic Pro. Weiters ein Karton mit dem Flight Mode Combo und ein Karton mit einer Tragetasche. Zuerst werden wir den Karton des Mavic Pro öffnen. Darin befindet sich der Mavic, die Fernbedienung, das Ladegerät sowie hier sind noch diverse Kabel. Weiters noch Quickstart Manual und Beschreibungen. Und hier haben wir unseren Mavic zusammengefaltet. Ich werde jetzt einmal die Ausleger aufklappen. Okay. Hier sehen wir, dass zwei Luftschrauben bereits montiert sind. Die anderen beiden fehlenden sind auch im Lieferumfang, in diesen Beuteln, und werden einfach, wie bei DJI, wie es gewöhnt sind, mit einer Quick-Release-Halterung montiert. Einfach draufdrücken, verdrehen und die Luftschrauben rasten ein. Hier vorne sehen wir die Gimbal-Abdeckung. Runtergenommen werden und darunter sehen wir jetzt das Gimbal mit der Kamera. Hier ist noch der Transportschutz drauf. Genau, wenn man diesen löst, ist das Gimbal dann frei beweglich. Weiters finden wir im Karton die Fernsteuerung des Mavic Pro. Sehr klein, sehr kompakt, mit einer integrierten Halterung für Smartphones. Lässt sich dann von der Breite individuell anpassen. Akku ist bereits eingebaut, lässt sich auch einschalten. Okay. Versucht jetzt schon einmal eine Verbindung zur Mavic aufzubauen, welche allerdings jetzt noch nicht eingeschalten ist. Beiden Antennen für die Video- und Steuerungsübertragungen sind klappbar. An der Rückseite befinden sich diverse Schaltergeber für Belichtung, für die Gimbalsteuerung, für Videoaufzeichnung, Fotomodus. Gut. Und zum weiteren Lieferumfang sich befindlichen Zubehör gehört das Ladegerät plus das dazu passende Netzkabel zum Anschluss an die Stromquelle. Weiters noch zwei Kabel zum Anschluss des Smartphones an die Fernsteuerung. Ein weiteres Micro-USB-Kabel, ich vermute, um Updates durchzuführen. Und zwei solche Beutel mit Ersatzluftschrauben. Ein paar haben wir bereits vorher verbaut und eine Garnitur Luftschrauben oder ein paar Luftschrauben befinden sich noch im Lieferumfang. So, alle von euch, die sich den normalen Mavic Pro bestellt haben, werden dieses alles bekommen, können damit fliegen und werden sicher viel Spaß damit haben. Zur Flymore Combo des Mavic Pro gehört noch dieser Karton, in welchem sich Folgendes befindet. Ein Ladeverteiler, mit dem mehrere Akkus gleichzeitig bzw. sequenziell geladen werden können. Zwei zusätzliche Akkus, ein Kfz-Ladegerät, mit dem die Akkus mobil im Auto geladen werden können, noch zwei Paar Ersatzluftschrauben und ein weiterer Adapter für Akku auf Powerbank. Okay, mit diesem Adapter können die Mavic Akkus als Powerbank
benutzt werden. Noch ein Karton ist in der Flymore Combo enthalten, in dem sich die kleine Tragetasche befinden sollte. Sieht auch gut aus. Okay, eine hübsche Tragetasche, in der der Mavic komplett mit Fernbedienung transportiert werden kann. So, und in diese kleine Tragetasche sollte der Mavic komplett unterzubringen sein. Mavic passt rein, Fernbedienung fühlt sich auch aus, das Ladegerät noch. Die Luftschrauben.